So ist die Theorie. Ich habe einige Tipps für euch und dann den Master-Tipp. Sie wollen effektiv Fett verbrennen. Okay, Sie essen Haferflocken, Süßkartoffeln können Sie auch und Reis geht auch und dann aber immer schön Pute dazu, okay? Ja, okay, aber also Coach Cecil sagt, die Kohlenhydrate werden doch alle zu Zucker umgewandelt und das ist nicht so gut für die Fettverbrennung. Coach Cecil? Der hat ja wohl gar keine Ahnung. Alle machen das so, wird ja wohl nicht so schlecht sein, oder? Soll er mal ein paar Argumente bringen, dieser Coach Cecil? Hey, na, ihr? Sprecht ihr gerade? So, was sagtest du jetzt mit Zucker und Kohlenhydraten? Hast du aufgepasst in der 3. Klasse Biologie? Was? Coach Cecil, ich habe jetzt den nächsten Termin, ich muss weg. Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, ich bin wirklich stolz auf euch. Also richtig stolz auf euch. Ich bin ja hier in Dubai und ich habe noch keinen Internetanschluss. Das heißt, ich lade meine Videos immer in der Mall hoch und manchmal, wenn Videos hochgeladen sind, bin ich nicht mehr in der Mall und dann kommen, keine Ahnung, 200 Kommentare und ich sehe es erst am nächsten Tag. Und von 200 Kommentaren, ihr wisst ja, wir haben eine positive, super Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft, aber von 200 Kommentaren kommen immer ein oder zwei dumme, sind 1% ist immer dabei dumm. Nein, ey, dieser Coach Cecil, der sammelt voll viel Kacke, Und da habt ihr wirklich so richtig Team-Coach Cecil-mäßig alle darunter geschrieben, so, ey, bist du dumm? Was guckst du an das Video? Ey, mach doch was anderes, was nervst du uns hier und so. Richtig geil, ey, war ich richtig stolz auf euch. Deswegen muss ich vielleicht ab und zu mal so negative, blöde Hate-Kommentare einfach mal eine Stunde drin lassen, damit ich sehe, wie ihr gegenschießt. Finde ich echt richtig geil, da war ich richtig stolz. So, jetzt kommen wir zu dem heutigen Video. Und zwar schreibt mir erstmal kurz unten rein, ob ihr euch verunsichern lasst von anderen Ernährungsempfehlungen. Also ich habe ja hier meine Empfehlung, die ich auf meinem Kanal so mache. Und dann, wenn jetzt ein Ernährungsberater kommt und sagt, ja, Sie müssen aber das so machen und das ist ein Diplom-Ökotrophologe, dann schreibt mir mal rein, ob euch das verunsichert, weil ich mache nochmal in nächsten Videos, wahrscheinlich nächstes oder übernächstes, ein Video speziell dazu. Deswegen schreibt mir mal rein, ob euch das verunsichert. So, was besprechen wir heute? Wir besprechen heute den Fakt, dass alle Trainer auf der Welt, alle auf der Welt, immer die Empfehlung, es ist so, weil ich bin hier in Dubai und ich habe schon hier ein paar Leute getroffen und ich weiß ja, wenn die Personal Trainer mit ihren Leuten trainieren, es wird immer die gleiche Empfehlung ausgesprochen. Das ist immer das Gleiche. Und das Problem an dieser Empfehlung ist, es ist nicht effektiv. Kann man auch Erfolge haben, wenn man das genauso macht, wie die sagen? Ja, kann man. Kann man auch Erfolge haben, wenn man Snickers am Tag isst und trotzdem gut trainiert und nicht zu viele Snickers? Ja, kann man. Ihr könnt Muskeln haben, ihr könnt alles trotzdem schaffen. Okay? Darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, also dieses Thema mit den Empfehlungen kommt auch dann im nächsten Video, wenn es um die Ernährungsberatung geht und so, da gehe ich tiefer in die Materie. Hier geht es erstmal um was anderes. Hier geht es darum, dass ich einfach meine Erfahrung von 15 Jahren Personal Training und Betreuung ist, dass die Leute mit diesen Standardempfehlungen nicht genug Erfolge haben. Die machen das und kommen dann zu mir. Und ich frage mich immer, dass so wenige Coaches das verstanden haben und dass es Klick macht. Weil dann hätte ich viel weniger zu tun. Also für mich ist es eigentlich gut, aber ich finde es trotzdem erschreckend. Weil wenn ich dann, die machen das, zum Beispiel diese Empfehlung von Fitnesstrainern, werdet ihr immer bekommen, hey, morgens irgendwie Haferflocken, dann mittags Süßkartoffeln oder Reis zum Hühnchen und dann abends irgendwie nochmal Vollkornbrot mit Schinken oder was auch immer. So, das sind immer die Empfehlungen. Und die Leute haben aber keine Erfolge damit, über Monate und Jahre. Und dann kommen sie zu mir und dann stelle ich die Sachen um und sofort haben sie Erfolge. Und das mittlerweile jeden Tag, dass ihr mir schreibt, ey, die Erfolge sind krass. Dabei habe ich schon so lange vorher trainiert und es alles so richtig gemacht, wie der Coach mir gesagt hat. Und jetzt wollen wir ein bisschen besprechen, warum das so ist. Also, wir besprechen im ersten Punkt den offensichtlichen Grund, warum das Quatsch ist. Im zweiten Grund besprechen wir, ob es überhaupt sinnvoll sein könnte, diese Ernährung zu machen. Also diese typische Fitness-Lifestyle-Ernährung. Könnte es überhaupt einen Grund geben, das zu machen? Dritter Punkt, und das ist der nicht offensichtliche Grund, der geht ein bisschen tiefer in die Materie. Das ist der dritte Punkt. Und im letzten Punkt mache ich ein Fazit. Und nochmal, bevor ich jetzt losschieße, die Leute, die denken, hey, nein, ich glaube, 98% der Fitness-Lifestyler und hast nicht gesehen, schaltet ab. Dann interessiert es euch nicht. Wenn ihr das glaubt, dann macht es. Ich teile hier mit euch 15 Jahre Erfahrung am Kunden und 25 Jahre Sporterfahrung for free. Wenn ihr es hören wollt,
könnt ihr dranbleiben. Wenn nicht, schaltet ab. Ganz einfach. Okay, Punkt Nummer 1. Der offensichtliche Grund. Kohlenhydrat ist gleich Zucker. Meine treuen Zuschauer wissen das natürlich. Jede Form von Kohlenhydrat, ob Haferflocken, Vollkorn, alles kommt im Blut als Zucker an. Da gibt es unterschiedliche Zucker. Es gibt Glucose, Fructose. Fructose ist richtig schädlich, aber da habe ich in anderen Videos schon öfter was dazu gesagt. Mache ich jetzt nicht. Erstmal kommt alles an Zucker, also alles an Kohlenhydrat im Blut als Zucker an. Dann haben wir den zweiten Punkt, der entscheidend ist, Insulin. Wir haben eine hohe Insulinausschüttung und es geht nicht nur um den glykämischen Index, also wie schnell der Zucker hochgeht, sondern auch um die glykämische Last. Also wie viel Insulin muss ich über den Tag ausschütten. Das sind jetzt zwei Punkte. Der erste Punkt, wir haben da diese Glykogenspeicher, diese Kohlenhydratspeicher. Und wenn die proppevoll sind, dann nimmt der Körper halt nicht so gerne das Fettgewebe, weil er hat ja noch alles Papierschnipsel, die sehr leicht zu verbrennen sind, hat er ja noch in den Kohlenhydratspeichern. Deswegen geht er nicht effektiv an die Fettverbrennung an. Wenn ihr über eine Zeit lang richtig angepasst seid, also ihr nehmt über eine ganz lange Zeit sehr wenig Kohlenhydrate auf, wird euer Kohlenhydratspeicher auch wieder voll, weil der Körper lernt, aus anderen Substraten im Körper Zucker selbst herzustellen. Das ist ein bisschen komplizierter. Um es ganz einfach zu machen, die normalen, der Durchschnittsbürger, der verbrennt ganz gerne die Zucker zuerst. Und zwar nicht nur, wenn er so sitzt, sondern mit manchen Kunden bin ich schon auf einen Cross-Trainer gegangen und die hatten nach 10 Sekunden einen Puls von 170. Also wenn die irgendwo hingehen, die verbrennen nur die Kohlenhydrate. So, dann kommt man natürlich nie in die Fettverbrennung, wenn man die ganze Zeit die Kohlenhydratspeicher voll hat. Und das zweite Blöde daran ist, wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse und ich esse auch noch Fett dazu, weil überall ist ja Fett dabei, dann wird das Fett gleich gespeichert, weil Kohlenhydratspeicher, wir wollen erstmal aus dem schönen Kohlenhydratspeicher verbrennen. So, das ist erstmal die eine Sache. Die zweite Sache, Insulin. Insulin verhindert ganz zuverlässig die Fettverbrennung. Lest es selber nach, in allen Medizinbüchern, bei Google, recherchiert selber. Insulin ist das wohl krass aufbauendste Hormon, was wir haben. Für Muskelaufbau, aber auch für den Fettaufbau. So, und Insulin, man spielt nicht mit Hormonen, also möglichst nicht. Ich habe das Beispiel auch schon öfter gemacht. Typ 1 Diabetes, Kinder haben einfach kein Insulin, produzieren sie selber nicht mehr. Die fressen ohne Ende, den ganzen Tag von morgens bis abends, nehmen ohne Ende ab. Und dann geht man zum Arzt, sagt, hey, ich esse den ganzen Tag, warum nehme ich ab? Ja, du hast kein Insulin. Wenn du kein Insulin hast, werden die Sachen, die gegessen werden, einfach nicht gut in die Zellen, praktisch ja in die Zellen gebracht und es fließt alles durch, gleich in die Schüssel. So, auf der anderen Seite, wenn man ein Diabetiker ist und man spritzt zu viel Insulin, wird man gleich dick. Oder, anderes Beispiel, hatte ich auch schon öfter, mit Morbus Cushing, also so eine Krankheit, wo man zu viel Cortison praktisch selber produziert. Man wird dick. Oder wenn man eine Cortisonbehandlung hat. Das ist ein Hormon und du nimmst nicht mehr Kalorien auf, aber du wirst dick. Das heißt, Hormone kontrollieren ganz krass, wie viel wir wiegen, um es ganz kurz zu machen. Das heißt, das sind zwei ganz krasse Punkte, die man eigentlich in der dritten Klasse Biologie, das auch ein Vollkornbrot oder Haferflocken, zu Zucker wird. Das muss man in der dritten Klasse Biologie einmal kurz aufgepasst haben. Dann braucht kein Coach den Quatsch nachzulabern. Und die zweite Sache ist halt der Hormonhaushalt mit dem Insulin. Das sind zwei denkbar ungünstige Faktoren, wenn wir Fette verbrennen wollen. Extrem ungünstig. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 2. Gibt es denn überhaupt einen Grund, warum man diese Empfehlung aussprechen sollte oder könnte? Gibt es überhaupt einen Grund? Also ist das vielleicht für die Gesundheit besonders gut, Haferflocken, Reis und Süßkartoffeln und so zu essen? Also ist das für die Gesundheit sehr gut? Also Vitamine, Mineralstoffe, da muss ja irgendwas Tolles sein. Also wenn wir ohne Ende Zucker dann im Blut haben und ohne Ende Insulinausschüttung, dann muss ja irgendwas Gutes daran sein. Ich kann euch einfach sagen, nein. Also wenn ihr irgendeine deutsche Nährwerttabelle nehmt und ihr vergleicht Fisch, Eier und Fleisch mit Haferflocken, Süßkartoffeln und Reis, dann ist das Thema durch. Geht es um Vitamine, Mineralstoffe? Nein. Das ist alles Quatsch. Geht es um Energie? Ihr müsst Energie haben. Auf Fettverbrennung. Hallo? Mal kurz an die Fettverbrennung 1, 2, 3 Monate gewöhnen. Dann ist alles cool. Aber es muss ja irgendwie einen Grund haben, diese Empfehlung auszusprechen. So, und es gibt eigentlich nur einen Grund, der hat nichts mit Gesundheit zu tun. Wenn ihr wirklich, aber das wollen 99% oder 95% von euch, brauchen nicht mehr Muskulatur, sondern weniger Fett. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich will jetzt richtig Muskeln aufbauen, dann ist dieses Hormon Insulin natürlich gewünscht. Aber ich habe ja auch schon Videos darüber gemacht, wie man Trockenmuskeln aufbaut. Also es funktioniert auch ohne
Kohlenhydrate, aber man kann es als Option mit reinnehmen. Warum, wenn ihr auf Instagram die ganzen ja, Fitness-Models und so alle seht und die haben alle die gleiche Empfehlung, einmal rüber, machen alle das Gleiche, warum sehen die dann so gut aus? Und da kann ich sagen, meine Freunde, ihr glaubt nicht, wie viele auf Instagram, die so rumlaufen oder allgemein im YouTube-Geschäft, wie viele illegale Substanzen nehmen. Es ist der Wahnsinn. Also ihr könnt davon ausgehen, dass fast alle das machen. Und wenn ich mir Testosteron gebe oder Wachstumshormone, dann ist es natürlich eine ganz andere hormonelle Situation. Dann kann ich auch sehr gut Reis essen. Ich werde trotzdem Fett verbrennen. Ich werde gleichzeitig Fett verbrennen. Ich habe dann durch den Reis noch das aufbauende Hormon Insulin und ich baue halt ohne Ende Muskeln auf. Gleichzeitig, das funktioniert alles. Zusätzlich kann ich mir natürlich noch ohne Ende Kalorien reinpfeifen. Weil wenn du als Bodybuilder, sagen wir mal, du musst, keine Ahnung, 6000 Kalorien aufnehmen. Das machst du nicht mit dem Steak und mit Gemüse. So, das machst du nicht mit Low Carb. Da musst du die Kalorien reinbekommen. Das machst du dann mit Reis, Müsli, Haferflocken und solchen Sachen. Da kriegst du halt die Kalorien rein. Die musst du da dann reinkriegen. Hat das was mit der Gesundheit zu tun? Nein, es ist nicht gesund. Also wir halten fest, für die Gesundheit definitiv nicht. Die ganzen Insulinausschüttungen und so. Dann für Fettabbau auch definitiv nicht. Nur für Muskelaufbau. Wenn das Wichtigste in meinem Leben der Muskelaufbau ist, dann könnte es kontrolliert sinnvoll sein. Aber man baut besser und trockener Muskeln auf mit wenig Kohlenhydraten und viel Kalorien, viel Protein, weil man dann das Insulin halt nicht drin hat. Aber man hat einen höheren Testosteronspiegel und man hat einen höheren Wachstumshormonspiegel. Das sind alles Vorteile, die kann man da auch nutzen. Aber gut. So, und jetzt gehen wir in den Punkt Nummer 3. Also Punkt Nummer 3 ist so ein bisschen, ja, nicht wirklich tief in der Materie, aber so, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber noch nicht so genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel übergewichtig bin oder sagen wir mal, ich habe 10 Kilo zu viel, 20, 30, 40 Kilo zu viel. So, warum habe ich denn 40 Kilo zu viel? Weil ich habe ja nicht die letzten Jahre Low Carb gemacht. Also ich habe ja nicht wenig Zucker aufgenommen, sondern ich habe ja Reis gegessen, Nudeln gegessen. Sehr wahrscheinlich, weil wenn wir nur Zucker reduziert uns immer ernährt hätten, hätten wir kein Übergewicht. So einfach ist das. Du kannst mit einer zuckerreduzierten Ernährung, mit Gemüse viel und mit Proteinquellen, kannst du nicht übergewichtig werden. Das heißt, wir haben zu 99%, es sei denn, es sind die Krankheitsfälle, wie Morbus Cushing zum Beispiel oder mit dem Insulinhaushalt, so. Das heißt, wir sind ja schon übergewichtig. Jetzt treffe ich als Trainer, als Coach, treffe ich die Empfehlung, iss mal Haferflocken. Wie wird die Zellsituation von einer schon übergewichtigen Person sein? Die Coaches denken, ey, Energie. Aber jetzt gucken wir uns mal die Zelle an. Wir bestehen ja aus ganz vielen Zellen. Und guck mal eure Muskelzelle. Und viele denken immer, ach, du hast Übergewicht, deswegen bist du krank. Aber es ist andersrum. Weil die Zellsituation schlecht ist, deswegen werden wir übergewichtig. Es gibt 20% der Übergewichtigen, die eine ganz normale Lebenserwartung haben. Es ist andersrum. Also es ist, erst ist die Zelle Schrott, erst verarbeitet die Zelle nicht mehr gut und dann werden wir natürlich dick. Das heißt, um es ganz einfach zu sagen, du hast eine Zellsituation, sagen wir, du hast den Recyclinghof, den ich ja schon öfter angesprochen habe, und sagen wir mal, hier in der Zelle, stellt euch das ganz einfach vor, so ein Zellrand und dann in der Mitte ist so ein Kraftwerk, da wird die Energie verbrannt. So, das heißt, du willst die Kohlenhydrate, die ja so toll sind, weil du so viel Energie dadurch kriegst, willst du da in die Zelle reinbekommen und dann hier drin verbrennen. So ist die Theorie. Das Problem ist aber, dass gerade weil man übergewichtig ist, kann man ja schon sagen, die Zellen funktionieren schon nicht optimal. Das heißt, die Türen am Zellrand, da sind schon von 10 Türen nur noch 2 auf. Also kommen diese tollen Haferflocken, die ich ja da ins Kraftwerk haben will, weil ich die da verbrennen will, weil ich ja so viel Energie brauche, die kommen da gar nicht erst rein. Da kommen von den 100 Gramm, die ankommen, kommen nur durch die 2 Türen vielleicht 20 Gramm rein zur Verbrennung und der Rest wird im Fettgewebe gespeichert. Und das Problem ist, wir essen ja nicht immer fettfrei. Das heißt, wir essen immer Kohlenhydrate mit Fetten zusammen. Das heißt, die Kohlenhydrate kommen leider gar nicht in die Zelle rein. Davon gehen 80% ins Fettgewebe. Das Fett, was auch in der Nahrung mitkommt, geht auch ins Fettgewebe. Es geht alles ins Fettgewebe. Und wenn ich nicht nur clean Haferflocken gegessen habe, sondern ich habe zugesetzte Zucker überall drin. Ich werde ja damit zugeschissen. So die ganzen Müsli-Verpackungen und alles. Da ist ja überall Zucker drin. Das kommt sowieso alles direkt ins Fettgewebe. Das heißt, ich kann doch einer Person, die schon übergewichtig ist, nicht noch empfehlen, Zucker zu essen. Nein, es funktioniert nicht. Es geht nicht. Und das ist der Grund,
warum tagtäglich zu mir Leute kommen, die sagen, hey, mein Coach hat aber gesagt, ich soll morgens Haferflocken essen. Dann die ganz normalen Empfehlungen. Haferflocken mit ein paar Beeren drauf, mittags Reis oder Süßkartoffeln, diese ganz normalen. So, aber die haben keinen Erfolg. Und dann sage ich, ja, natürlich hast du keinen Erfolg. Wie willst du denn, wenn du jetzt auch noch dann in der negativen Kalorienbilanz bist? Stell dir vor, du verbrauchst am Tag 3000 Kalorien, du nimmst nur 2000 Kalorien auf, aber isst die ganze Zeit Sachen, die die Fettverbrennung unterbinden. Ja, aber der Körper sagt, ich brauche aber 3000 Kalorien. Das heißt, ich habe 1000 im Minus, aber meine Fettverbrennung ist den ganzen Tag unterbunden. Was verliere ich denn dann? Dann verliere ich auch Muskeln. Und das ist einfach das, was ich seit 15 Jahren sehe. Und die Leute kommen tagtäglich zu mir, weil fast alle Coaches es immer noch komplett falsch sagen, weil sie es genau wie ich falsch gelernt haben. Und dazu sage ich im nächsten Video was, warum das falsch beigebracht wird und wie auch immer. So, aber es ist so logisch und wenn man sich einfach die Mechanismen im Körper anguckt, dann ist es einfach logisch. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem Fazit. Ich habe einige Tipps für euch und dann den Master-Tipp. Also mein erster Tipp, esst unverarbeitete Nahrungsmittel. Ganz einfach. Nicht mit einer Verpackung, nicht mit 1000 verschiedenen Sachen, die da noch zugesetzt sind mit E-Nummern und hast nicht gesehen. Unverarbeitete Nahrungsmittel. Was gibt es noch unverarbeitet im Supermarkt? Fast nichts mehr. Gemüsetheke, Fleischtheke, bisschen Käse, Eier, Nüsse, solche Sachen. Samen, das sind Sachen. Sprossen, sowas. Das könnt ihr essen. Das ist unverarbeitet. Achtet auf die Qualität. Bei Eiern immer am besten vom Bauernhof. Ihr wisst ja, ich sage es ja immer wieder, es ist ja langweilig. Wildfisch. Der Fisch muss auch noch Algen essen. Weil wenn der Fisch nur Getreide isst, dann hat er auch keine Omega-3. Dann müsstet ihr Omega-3 supplementieren. Ganz wichtig. Guckt nochmal das Video mit den 7 Nahrungsergänzungen, die ihr supplementieren solltet. Das ist auch sehr wichtig. Dann bei den Ölen. Einmal natürlich richtig schön giftiges Kokosöl. Das müsst ihr richtig schön viel nehmen. Gerade zum Braten. So, weil das kann man wirklich sehr gut erhitzen. Dann kalt. Olivenöl ist auch super. Leinöl kalt. Könnt ihr auch über einen Salat zum Beispiel machen. Konvertiert zwar nicht so gut zu Omega-3, zu EPA und DHA, wie man denkt. Also nur zu 4%. Aber es ist trotzdem ein gutes Öl, was ihr drüber machen könnt. Und achtet auf jeden Fall auf das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Wenn ihr keinen Fisch esst, dann müsst ihr Omega-3 nehmen. Wirklich. So, und jetzt kommen wir zum absoluten Master-Tipp. Das ist natürlich Werbung in eigener Sache, aber nicht, weil Werbung, sondern wie vielen Leuten habe ich geholfen, jeden Tag, die 1, 2, 3 Jahre von irgendwelchen Coaches es genauso gemacht haben, wie ich gerade gesagt habe. Und wenn wir umgestellt haben, haben die auf einmal Erfolge so. Die bereuen es immer. Die sagen, hey, warum habe ich dich nicht früher getroffen? Warum habe ich das so lange falsch gemacht? Lasst euch coachen. Ganz einfach. Ich habe auch extra im Maximumprinzip ein Ratensystem, dass ihr ein paar Euro nur im Monat zahlt. So, aber das Krasseste ist für mich immer, ich verstehe das immer nicht, wie man so monatelang mit Energie da rangeht und es passiert einfach nichts und man muss sich coachen lassen. Und man kann sich nicht von jedem coachen lassen. Deswegen denkt drüber nach, ob ihr euch coachen lasst. Macht auf jeden Fall die 7 Tage kostenlose Tour mit. Also da habt ihr 7 Videos drin. Völlig kostenlos. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sofort anmelden. Und dann, wenn es nicht weitergeht, lasst euch coachen. Weil selbst wenn es dann irgendwann nicht mehr weitergeht, dann kommt erst das richtige Coaching. Also ihr werdet sehen, am Anfang werdet ihr Erfolge ohne Ende haben. Und dann irgendwann kommt ein Punkt, da geht es nicht mehr so weiter. Und dann ist es entscheidend. Dann sage ich euch genau, was stellt ihr jetzt um, wie macht ihr, was macht ihr als nächstes. Und dann geht's extrem. Ihr werdet alle eure Ziele erreichen. Ganz klar. Easy. Okay, meine Freunde. Tja, wenn ihr immer noch dran seid, dann schreibt ihr auf jeden Fall rein, ob ihr bis zu Ende geguckt habt und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.